Einen flauschig weichen, kuschelsüßen Bären zur Weihnachtszeit, der sich nach London verirrt, gibt es in den Kinos zu sehen in Paddington. Aus dem tiefsten Dschungel Perus kommt überraschender Besuch. Auf der Suche nach einem Zuhause. London. Streuner voraus, nicht hinsehen. Der Bär will uns sicher nur irgendwas verkaufen. Hallo, du. Mary. Hallo. Ist ein junger Bär, der unsere Hilfe braucht, Henry. Und was wirst du jetzt machen? Naja, ich dachte, ich werde einfach in dem Abfalleimer da schlafen. So gehört sich das. Nur für eine Nacht. Haben Bären überhaupt Namen? Mein Name ist... Ach so. Versuchen Sie es. Mr. Brown, das war ausgesprochen unhöflich. Möchtest du einen in unserer Sprache? In Ihrer Sprache? Paddington. 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 Paddington? Oh, Entschuldigung. Gefällt mir. Nach dem weltbekannten Bestseller. Er wohnt auf dem Dachboden und ihr schließt alle die Türen ab. Oh, schaffst du es? Alles gut. Dieser Bär stellt eine Gefahr für diese Familie dar. Abgefahren. Gleich morgen früh verschwindet der Bär hier. Das ist Paddington. Er ist ein Bär. Das kann ich sehen. Vom Produzenten von Harry Potter. Diese Kreatur bedeutet mir sehr viel. Ist es eine gefährdete Art? Jetzt schon. Die pelzige Bedrohung ist allein zu Hause. Ich werde dich ausstopfen, Bär. Verzeihen Sie, wie bitte? Diese Weihnachten. Paddington ist das Beste, das den Kindern jemals passiert ist. Erlebt ein kleiner Bär. Heißer Wind. Zwei heiße Winde. Ich hoffe, ich sehe jetzt nicht komisch aus. Sein größtes Abenteuer. Es spielt keine Rolle, dass er einer anderen Gattung angehört. Oder dass er eine beunruhigende Schwäche für Orangenmarmelade hat. Paddington gehört zur Familie. Paddington? Ich komme. Was diese Familie brauchte, war eine Prise Chaos. Aha! Paddington. Mit der Stimme von Elias Mbarek. Eigentlich macht das Spaß. Das Abenteuer beginnt Dezember 2014. Paddington geht 95 Minuten, ist ab 0 Jahren freigegeben und startet in Deutschland ab dem 4. Dezember 2014 in den deutschen Kinos und erzählt die Geschichte eines jungen Bären, der in Peru aufwächst, von seiner Tante Lucy großgezogen wird und nichts mehr liebt als Orangenmarmelade. Als es aber eines Tages in seiner Heimat zu einem großen Erdbeben kommt, ist es eben seine Tante, die ihn nach London schickt und dort schafft er es glücklicherweise, eine Familie kennenzulernen, die sich seine annimmt, aber gleichzeitig auch eine böse Frau, gespielt von Nicole Kidman, die nichts Geringeres will als diesen Bären auszustopfen, womit man hier mit Paddington einen schönen familiären Weihnachtsfilm gebaut hat mit ganz klaren Fronten zwischen Gut und Böse und bei dem man auch sagen muss, dass es nicht wirklich um das Was geht, sondern um das Wie und da muss ich sagen, hat mich Paddington richtig verzaubert. Ich war von den ersten Trailern nicht unbedingt angetan, aber als man die ersten 1-2 Minuten von Paddington sich wirklich mal im Kino anschauen kann, ist es wunderschön anzusehen, wie allein schon dieser Film animiert ist und wie flauschig, kuschelweich dieser Bär ist in dem Moment, wo auch Orangenmarmelade gemacht wird, das erste Mal eine Orange aufgebrochen wird, sieht man jede einzelne Faser und das im 2D, dass ich sagen muss, ein so brillantes Bild, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Obendrein, und das ist eigentlich auch das Wichtigste, ist dieser Bär unglaublich süß und die Handlung zwar sehr stringent, aber mit so vielen kleinen, auch Slapstick-Einlagen links und rechts am Wegesrand des Plots gespickt, dass ich ganz ehrlich sagen muss, Paddington hat mich verzaubert und ich hätte das nicht erwartet. Für mich ist er durch seine Handlung hinweg, auch wenn man weiß, wo der Streifen letztendlich hingehen wird, auch immer wieder mit kleinen Überraschungsmomenten gespickt und mit so witzigen und absurden Dialogen teilweise, dass der Streifen nicht nur witzig für Groß und Kleines. Er ist auch einfach ein richtig schöner Weihnachtsfilm geworden und für mich prompt einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme. Ich freue mich, den schon ein zweites Mal anzusehen und wer sich ansatzweise bei Paddington denkt, okay, könnte vielleicht was für mich sein, dem will ich auf jeden Fall sagen, schaut euch den im Kino an. Der macht richtig Freude und mehr noch als die Trailer vermuten lassen. Paddington bekommt von mir, und das ist fast schon nicht überhöht, aber soll widerspiegeln, wie fasziniert ich von dem Streifen war, als schöner familiärer Weihnachtsfilm mit komödiantischer Einlage 9 von 10 möglichen Punkten und auch insgesamt ein richtig feiner Streifen, 8 von 10 möglichen Punkten insgesamt für Paddington. Ich hoffe und freue mich, wenn es sie geben sollte, auf eine Fortsetzung. Und damit bin ich auch durch in meiner Review. Lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr dieses Video mochtet. Lasst es bleiben, wenn nicht. Ansonsten, das wisst ihr, gibt es hier noch ein paar Links um mich rum. Und morgen um 15 Uhr natürlich spätestens ein neues Video. Und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.
Aus dem tiefsten Dschungel Perus kommt überraschender Besuch, der sich nun von seiner besten Seite zeigen muss. Hallo, ich müsste etwas in meiner Hausratsversicherung aufnehmen lassen. Also folgendes, wir haben heute Nacht einen Gast, einen Bären, und deshalb brauche ich Zusatzschutz für eventuelle Schäden. Ja, ein Bär. Mürrisch? Eigentlich nicht. Obwohl, ich habe ihn noch nicht morgens erlebt. Paddington.